also dann am 22. April 1899 in Leipzig geboren. Leipzig war die Stadt der Völkerschlacht. Infolgedessen wurde dann beschlossen, um die Jahrhundertwende, dass in Leipzig ein großes Denkmal errichtet werden sollte. Und die größte Erinnerung ist natürlich dann an den 18. Oktober 1913, wo das Völkerschlachtdenkmal eingeweiht wurde. Und zu dieser Einweihung kamen natürlich sehr viele Besucher und vor allem praktisch alle europäischen Fürsten zu Besuch. Und ich stand als Schüler Spalier an der Straße, wo die zum Völkerschlachtdenkmal führte. Und dort sind dann also die Fürsten langsam vorbeigefahren, zum Beispiel auch der österreichische Kaiser Franz Josef und natürlich auch unser Kaiser Wilhelm II. Das ist das einzige Mal, dass ich ihn gesehen habe. Man fühlt sich damals als Deutscher, absolut als Deutscher. Und eins ist vielleicht zu erwähnen, dass in der Schule jedes Jahr eine Seedankfeier abgehalten wurde, zur Erinnerung an die Kapitulation von Napoleon ab nach Kassel. Und zu dieser Seedankfeier war kein Unterricht, sondern da wurden Spiele und Sportfeste veranstaltet. 1914 vorbrachen, war in Leipzig eine große internationale Ausstellung. Und ohne dass das vorher angemeldet war, ich war auch zufällig da, saß mitten unter dem Publikum unser König August zusammen mit dem Grafen Zeppelin. Und da kamen bei Leipzig Luftschifffahrten zur Begrüßung des Grafen gleichzeitig 3 Zeppeline angeflogen und senkten über der Ausstellung zur Begrüßung des Grafen und des Königs ihre Spitzen. Es wurde von oben und unten gewinkt. Und als der Krieg losbrach, war ich also 15-jähriger Junge und das war in den Ferien. Und da waren wir zur Kur, meine Mutter mit meiner Schwester, mein Vater war schon tot, in Bad Dürrenberg. Das ist ein kleines Badeort bei Leipzig, wo so Grenadierwerke sind, weil wir öfter mal so einen Katar gehabt hatten. Und da haben wir unsere Ferien dort verbracht. Und dann brach plötzlich der Krieg los. Und naja, wir hatten natürlich den Eindruck, Deutschland ist militärisch sehr stark und der Krieg gegen Russland war zunächst zurückgedrängt und der Krieg gegen Frankreich war so, dass man hoffte, ihn bis Weihnachten siegreich beenden zu können. Und die große Überraschung damals war ja, also es war mobil gemacht worden. Und die nach dem Westen, die fuhren zum Teil durch Dürrenberg durch und hielten dort mal. Und da sahen wir die Soldaten, die an die Front fuhren. Und die Überraschung war, dass sie alle in grauer Uniform waren. Das war doch bis dahin überhaupt nicht bekannt geworden. Alle in neuen grauen Uniformen. Und die wurden in großen Güterwagen gefahren und die waren durchaus in guter Stimmung, wurden mit Liebesgaben überschüttet und hatten zum Beispiel scherzhaft geschrieben, bei schlechtem Wetter findet der Krieg in Saale statt. Also die waren damit, der Krieg gegen Frankreich ist bis Weihnachten alle, als der Krieg losging. Das war die Überzeugung. Also ich möchte nur eines nachholen. Kriegsbegeisterung, vor allem unter den Studenten. Also fast eine große Zahl von Studenten hatte sich freiwillig gemeldet. Es wurden ganze freiwillige Regimenter aufgestellt, weil sie doch dabei sein wollten bei dem Krieg, den sie erhofften.